Grüß euch bei Natürlich gekocht im Jänner. Wir beschäftigen uns im Jänner mit dem zuckerreduzierten Kochen und wir wollen natürlich auch ein wärmendes und energiegeladenes Menü. Und dazu kriegen wir jetzt von der Bettina, unserer Kräuterfee, eine Challenge. Die Aufgabe für den Jänner ist, all das, was jetzt in der Natur draußen nicht wächst, dass wir uns das reinholen in die Küche und selber ziehen. Und zwar Keimlinge und Sprossen, kleine Kraftpakete. Und du, Markus, hast die schon bei dir am Tisch stehen. Die integrierst du in eins deiner Gerichte. Als zusätzliche Aufgabe gibt es noch die Wacholderbeeren und das Nelkenwurzpulver, das du ebenso in eins deiner Gerichte verpacken solltest. Die roten Rüben, die besorgst du dir bei einem Bauern und baust sie ebenfalls ein. Oh, das klingt interessant. Und für die roten Rüben habe ich schon eine Idee, weil da fahren wir jetzt nach Wals. Hallo, grüß euch. Hallo Markus, grüß dich. Du, ich darf meine roten Rüben abholen. Ja. Aber ihr habt ja wahnsinnig viel Vogelsalat auch noch. Ja, wir haben im Winter in die Glashäuser Vogelsalat, Bataviasalat, Kopfsalat, Radiesel haben wir dann auch wieder. Ja, da habt ihr wirklich das ganze Jahr frisches Gemüse. Wir haben das ganze Jahr frisches Gemüse. Ja. Nach der Sommersaison geht dann die Wintersaison los mit Wintergemüse. Ja, wir haben das ganze Jahr gut beschäftigt. Ja. Du möchtest dir die roten Rüben mitnehmen, ja, gell? Ja, genau. Schau her. Und da jetzt sind nicht ganz so groß, so ist eigentlich ideal, finde ich. Wenn du jetzt da schaust, darf ich dir das Kistel kurz geben? Sicher. Du siehst, das ist auch schön, was die für schöne Farben haben. Gerade für ein Carpaccio zum Beispiel oder so ist ja das echt perfekt. Ich mag das ja nicht, wenn die so riesig sind. Das kleine Gemüse ist doch viel geschmackiger als das große. Ja, das stimmt. Ja. Weil einfach eigentlich gleich viel drinnen ist wie in der großen und das macht schon sehr fein und man sieht einfach die Frische und die schöne Farbe. Das ist einfach, finde ich, genial. Ich glaube, das können wir da von dem auch ein wenig ernten. Ja, dann zeige ich dir das gleich. Du siehst das eh, mein Bruder, wie mein Bruder das macht. Einfach da die Pflanzen rausschneiden. Und die sitzen da immer auf solche kleinen Polster, oder? Genau, die sind so gesät worden, also getopft worden und da ist der Samenkorn reingefallen. Okay, und die, und die werden so hergestellt quasi. Die werden nicht mehr im Boden reingesteckt, die werden nur so hergestellt. Die wachsen dann mit dem die Block, wachsen da wachsen drinnen, genau, und so ach, kann man es auch schön anschneiden. Da unten geht die Wurzel durch, wie man schön sieht. Entspannende Arbeit, oder? Ja, schon. Redet keiner dagegen, das Gemüse redet nicht dagegen. Das geht ja flott. Wie lange brauchst du dafür so ein ganzes Feld zu zweit? Ja, ich sage jetzt einmal einen Tag sowas. Und nach einem Tag, dann ja, hast du kein Kreuz mehr, oder? Ja, Kreuz ist schon noch da, aber weh, da tut es ein wenig, man merkt es auf die Nacht. Okay. Es ist sowieso bei uns mit dem Gemüsebau, hast du hinten auch eine Muskulatur als wie andere. Ja, was. Ich glaube auch. Wenn jetzt einer frisch reinkommt, der tut das nach einer Stunde, der kann sich schon nicht mehr rühren. Genau. Also ich komme quasi nach einer Stunde nicht mehr auf. Ja, das kann ich da. Mir wird es in der Küche so gehen. Für die Vorspeise habe ich mir schon was überlegt. Und zwar werden wir ein rote Rüben-Carpaccio machen mit einem Vogelsalat, ein ganz leckeres Zitrusöl-Himbeer-Dressing und natürlich bauen wir da auch noch unsere Sprossen ein, die uns die Bettina als Challenge gegeben hat. Sprossen sind richtige Kraftpakete. In jedem Samenkorn ist ein Keimling enthalten, der wiederum die Erbanlage für Wurzeln, Stängel und Blätter in sich trägt. Und sobald man diesen Keimling quellen lässt in Wasser, erweckt der zum Leben. Es werden Pflanzenhormone und Enzyme gebildet, die die Speicherstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fett umwandeln. Und zwar in essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, Eiweiße, die unser Körper super aufnehmen kann. Zusätzlich erhöht sie der Vitamingehalt und der Mineralstoffgehalt um ein Vielfaches, einfach wieder mal das Vitamin C. Und B-Vitamine und Omega-3-Fettsäuren. Also es sind einfach ein Ausbund an Kraft, was in diesen kleinen Keimlingen steckt. Und keimen kann man so gut wie alles. Ob Nüsse, Hülsenfrüchte, Leinsamen, Weizen, all das kann man in Wasser einweichen, quellen lassen und somit wird das Samenkorn zum Leben erweckt. Mein absoluter Favorite im Moment sind die Brokkolisprossen. Die Brokkolisprossen enthalten Senfölglykoside. Die spalten sich auf in einen
ganz besonderen Wirkstoff, den Sulforaphan. Und das ist momentan auch wissenschaftlich bestätigt, dass der gegen Entzündungen wirkt, gegen Infekte wirkt und unsere Abwehr stärkt. Als allererstes müssen wir natürlich jetzt einmal unsere roten Rüben kochen. Dann habe ich gleich noch einen Energiespartipp für euch. Ganz wichtig beim Kochen, immer die roten Rüben schon mit heißem Wasser aufsetzen. Dann dauert es beim Kochen um eine Ecke weniger lang. Dann salzen das Wasser und unsere roten Rüben, die kochen wir unbedingt mit der Schale, weil wir wollen dann beim Anrichten, wenn wir das hauchdünn auf den Teller aufschneiden, unbedingt, dass diese wunderschöne rote Rübenfarbe erhalten bleibt. Die rote Rübe, die kleine rote Superknolle, hat den Wirkstoff Betanin enthalten. Das ist der rote Pflanzenfarbstoff. Der wirkt schützend auf unsere Zelle und auf Zellveränderungen und hemmt auch Entzündungsprozesse im Körper. Die Leberzellen werden ebenso stimuliert und Giftstoffe werden besser abtransportiert. Es ist nur Eisen enthalten, B-Vitamine, Vitamin C, Zink und Selen. Und all diese Wirkstoffe helfen, mehr Sauerstoff in den Körper zu bringen. Das heißt, für Leistungssportler wirkt es auch leistungssteigernd. Und unser Gehirn wird optimal mit Sauerstoff versorgt. Wir haben jetzt die gekocht und müssen die natürlich auch noch schälen. Jetzt habe ich als allererstes gleich mal einen Tipp für euch, für unsere ausgekühlten roten Rüben. Jeder, der das aushält, der kann sich vorher die Hände mit ein bisschen Zitronensaft einreiben und dann haftet der Saft der roten Rüben nicht so auf den Fingern und man wird nicht ganz so rot. Ja, ich mache es ein bisschen einfacher. Ich ziehe mir einfach Handschuhe an und dann funktioniert das auch. Und jetzt schneiden wir uns die roten Rüben in so schöne Scheibchen, ja, schön dünn, maximal 0,5 cm. Und dann legen wir uns die auf unseren Teller als Carpaccio auf. Wir beginnen in der Mitte und legen unsere roten Rüben da so wunderschön auf den Teller auf. Und dann geht es weiter mit der Marinade. Für die Marinade brauchen wir jetzt ein bisschen Zitrusöl, ein Himbeeressig, der passt wunderbar zu den roten Rüben, dann ein bisschen Meersalz, ein wenig schwarzen Pfeffer und ein Spritzer Zitronensaft. Das Ganze werden wir dann richtig gut durchmischen und geben das dann oben drauf auf unser rote Rüben Carpaccio als Marinade. Mit unserer restlichen Marinade müssen wir natürlich jetzt noch unseren Vogelsalat marinieren, den wir vorher natürlich gewaschen haben, ganz logisch. Geben da jetzt einen Esslöffel drüber und tun uns den ganz leicht durch die Marinade ziehen und platzieren uns den da oben drauf dann auf unserem wunderschönen Carpaccio. Und unsere wichtigste Hauptzutat, die kommt jetzt ganz zum Schluss, nämlich brauchen wir jetzt noch unsere Sprossen. So Bettina, unsere erste Challenge habe ich glaube ich ganz gut gemeistert. Super Idee mit den Sprossen und Keimlingen, die haben wir natürlich eingebaut bei unserem rote Rüben Carpaccio, auch den Vogelsalat und ich glaube, das gibt richtige Energie. Als zweite Aufgabe widmen wir uns jetzt unseren Wacholderbeeren von der Bettina. Und zwar, wenn man da was Lässiges überlegt, eine Rindsrouladen mit einem Rahmkraut. Und wir haben uns da aus dem Lungau natürlich auch ein super Fleisch besorgt. Grüß dich. Du traust dir aber was, dass du da drin stehst. Ja. Mit deinem Hund habe ich mich auch schon angefreundet. Wahnsinn, die haben schon gescheite Handeln. Ja, sind schottische Hochlandrinder und die Herdler, die brauchen sie, gell, für die Rangordnung und so. Gell, und auch zum Temperaturausgleich. Die haben sicher einen Namen, oder? Ja, die haben alle einen Namen. Das ist zum Beispiel die Bia, das ist die Chefin. Oh, die Chefin. Ja, das ist die Chefin. Die hat die Herde über. Das schaut jetzt gar nicht so aus wie die Chefin. Hätte ich jetzt gar nicht tippt. Nein. Das machen sie sich untereinander aus, gell? Wer mir schon aufgefallen ist, das sind die kleinen Zwutschgerln da. Ja. Die sind es jetzt. Das ist unsere Rasselbande, gell? Das ist der Nachwuchs von heuer. Das schauen aus wie so kleine Teddybären. Ja, sind sie. Die sind recht zutraulich, oder? Also nicht aggressiv oder so. Nein, sie haben einen ruhigen Charakter. Und wenn man sie jeden Tag damit ein bisschen abgibt, gell? Und ein bisschen Streichleinheiten macht damit,
und ein bisschen Leckerlis gibt. Also du sagst, sie sind nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen? Nein, und ich glaube, das wirkt sich auch auf die Fleischqualität aus, wenn man da eine Ruhe im Blut hat. Das war genau das, was ich brauche. Die Fleischqualität ist top bei den Hochlandrinder, weil das Fleisch relativ langsam wächst. Gell? Die Tiere wachsen relativ langsam, gell? Ist feinfasrig, kurzfasrig und hat eine gute Durchfettung des Fleisches. Gell? Das wirkt sich super aus. Bei uns kriegen sie genau das, was bei uns da wächst. Wir liegen da auf 1350 Meter. Sie fressen das Heu, was wir da produzieren, und das Gras auch. Und im Sommer sind sie eine Sommerfrische oben auf der Alm, zwischen 1900 und 2400 Meter. Und das taugt ihnen recht gut. Also noch entspannter wieder herum. Genau, noch entspannter als wir jetzt da. Ja, wenn du was hättest für mich, dann darf ich mir da was mitnehmen. Ja, können wir das machen, gell? Wir ja. Hätten da was. Wir schneiden jetzt unser Rouladenfleisch, und zwar beim ersten Schnitt nicht ganz durch, das nennt man Schmetterlingsschnitt, damit wir natürlich ein bisschen eine Größe bekommen für unsere Rindsrouladen. Und jetzt noch klopfen, damit wir große Rouladen kriegen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Salz, mit Senf bestreichen, ganz wichtig, so, damit das richtig schön benetzt ist, das Fleisch. Dann kommt eine Scheibe Speck rein, brauchen wir auch für den Geschmack. Dann unsere Essiggurkel, unsere Karotten und unsere Zwiebeln als Fülle. Und jetzt rollen wir unsere Rouladen ein. Jetzt habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp. Und zwar, damit die Rouladen dann nachher nicht aufgehen, wenn wir die anbraten, tun wir die mit einem Zahnstocher fixieren. Und so bleiben die Rouladen immer schön zu. Ja? Und auch beim Schmoren und bleiben schöne runde Rouladen. Wir braten die jetzt von allen Seiten ganz scharf an. Ganz wichtig aufpassen, immer das Fleisch sich von selbst lösen lassen vom Pfannenboden, weil sonst zerreißt man das Fleisch. Und wenn die richtig schön Farbe haben, dann geben die einen richtig super Geschmack ab. Jetzt geben wir unsere Rouladen raus und dann direkt in die heiße Pfanne unser Röstgemüse. Wenn das eine richtig schön dunkle Farbe kriegt, dann haben wir natürlich nachher einen wunderbaren Geschmack in der Sauce und natürlich auch eine ganz super Farbe. Jetzt ist unser Röstgemüse richtig schön dunkel und jetzt kommt natürlich unser Rotwein ins Spiel und mit dem werden wir das jetzt ein erstes Mal ablöschen. Die erste Runde haben wir jetzt richtig schön marmeladig einreduzieren lassen, damit es eine richtig schön sämige Konsistenz kriegt. Wir sind jetzt in der zweiten Runde, wir haben noch ein bisschen Rotwein und jetzt gießen wir ein zweites Mal auf und lassen das dann noch einmal runter reduzieren und dann können wir unsere Rindsrouladen wieder reingeben. Jetzt haben wir dann unsere Brühe, mit der müssen wir jetzt noch aufgießen, weil wir brauchen ja ein bisschen Sauce. Unsere wichtigste Zutat, die wir noch brauchen, sind unsere Wacholderbeeren. Dazu machen wir unser Gewürzzackerl, nämlich einen Polsterzipf. Ich mache das immer so, habe ich von meiner Oma gelernt. Und platzieren da die Gewürze, damit wir die nachher nicht in der Soße drinnen haben und die nachher schön wieder rausfischen können. Wir brauchen natürlich da jetzt eine ordentliche Menge Wacholderbeeren, damit wir einen richtig schönen Wacholdergeschmack in die Soße reinkriegen. Der Wacholder, auch Granewittbaum genannt, vielleicht kennen ihn manche unter diesem Ausdruck, ist in der Volksheilkunde sehr bekannt. Vor allem verwendet man diese kleinen Beeren und die haben ätherische Öle, Gerbstoffe und Invertzucker enthalten. Und das schmeckt man auch, wenn man diese Beere kaut. Sie wirkt durchblutend auf unsere Niere, das heißt, sie regt somit auch unser Harnsystem an, stimuliert unseren Stoffwechsel, wirkt entgiftend und fördert unsere Verdauung. Beim Pflücken muss man richtig aufpassen. Er sticht nämlich richtig und gibt seine Früchte nicht gern her. Diese kleine, wohlschmeckende Beere ist ein gesundes, heimisches Gewürz. Und man kann es für Gemüsegerichte, für Fleischgerichte, für Sauerkraut verwenden. Und es macht die Speisen bekömmlicher und regt uns den Appetit an. Unsere Wacholderbeeren geben wir jetzt in unser Sackerl. Dann geben wir unsere Pfefferkörner dazu. Unsere Lorbeerblätter, zwei Stück, die dann mal ein bisschen zerbrechen. Und jetzt ist unser Sackerl gefüllt. Jetzt knüllen wir das so zusammen, pressen das ein bisschen, drehen das einmal ein. Und schon ist unser Sackerl fertig mit ganz viel Wacholderbeeren und ganz viel Geschmack für unsere Rindsrouladen. Dann, ganz wichtig, Backpapier drauf, damit unsere Rouladen natürlich nicht austrocknen. Und jetzt auch ab damit ins Rohr.
So, und jetzt ist Geduld gefragt, weil jedes Mal aufmachen vom Ofen kostet natürlich Energie und das könnt ihr euch sparen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Rahmkraut. Wir brauchen dafür eine ganz flotte Bechamel. Dazu zerlassen wir uns ein bisschen Butter, stauben das mit Mehl, dann gießen wir das auf mit ein bisschen einer Sahne-Milch-Mischung, aber nicht zu schnell, weil sonst kriegen wir Klumpen, ganz langsam ausköcheln lassen und das macht dann unser Rahmkraut richtig rahmig. So, für unser Rahmkraut werden wir jetzt noch unseren Speck, unsere Karotten und unsere Zwiebelwürfel anschwitzen. Dann geben wir dazu unser Kraut. Das hat schon ein bisschen einen eigenen Zucker, da brauchen wir nichts extra. Karamellisieren das, damit das eine richtig schön braune Farbe kriegt. Dann gießen wir das auf mit unserer Bechamel und machen das richtig schön rahmig, cremig. So, unsere Rouladen müssten jetzt fertig sein. Wir nehmen jetzt noch unser Gewürzsackerl raus, weil da ist kein Geschmack mehr drinnen. Das ist jetzt alles bei den Rouladen. Dann werden wir unsere Soße noch mal ganz kurz ein bisschen pürieren, damit das eine schön sämige Soße wird. Und dann können wir schon anrichten. Nelkenwurzpulver. Das höre ich zum ersten Mal heute, also ich habe noch nie was gemacht damit. Da haben wir jetzt die echte Nelkenwurz oder Benediktenwurzel genannt. Sie ist überall bei uns in der Natur zu finden. Wichtig ist das Erkennungsmerkmal, wenn man die Wurzel auseinanderschneidet, dass die innen drinnen lila ist. Wenn man die Wurzel putzt, aufschneidet und trocknet, hat sie einen leichten, aber nur sehr leichten Duft wie die Nelke. Und zwar ist das das Eugenol, das da enthalten ist. Und genau aus dem Grund haben sie es früher als Ersatz verwendet, weil die echte Gewürznelke von heute früher sehr teuer war. Zusätzlich hat sie nur Gerbstoffe, Bitterstoffe und ätherische Öle enthalten, die wiederum sehr herzstärkend, nervenstärkend und auf unsere Verdauung wirken. Die Hildegard von Bingen hat gesagt, die Nelkenwurz, die stärkt Haupt und Hirn und erquickt uns das Herz. Ich glaube, die Challenge, die werde ich abgeben für ein Dessert vielleicht. Ich kenne da nämlich eine Bloggerin, die Carina von Carina kocht. Und das will ich mir was damit überlegen. Vielleicht fällt ihr was ein. So, Nelkenwurzpulver. Aus diesem Nelkenwurzpulver mache ich heute eine super Dessert-Variation und ich kann es für beide Komponenten perfekt verwenden. Einmal für meinen Maroni-Schoko-Brownie und für meine Rotweinbirnen. Wir starten mit dem Maroni-Schoko-Brownie und dazu sind es jetzt schon vorgegarte Maroni, die wir in einen Topf geben, gemeinsam mit etwas Milch. Eine weitere Zutat ist mein selbstgemachtes Dattelmus, ist eben ein super Zuckerersatz. Es ist auch super einfach zubereitet. Einfach Datteln und die Hälfte der Menge an Wasser aufkochen gemeinsam und dann pürieren. Es ist dann gut verschlossen, auch einige Wochen im Kühlschrank haltbar und kann eben überall perfekt zum Süßen eingesetzt werden. Davon geben wir jetzt 2 Esslöffel, auch zu dem Maroni und der Milch. Und als letzte Zutat für unser Maroni-Püree geben wir noch ein bisschen eine Vanilleschote, die ist bereits gemahlen, hinzu. Und das Ganze köcheln wir jetzt auf und 10 Minuten lassen wir es dann einköcheln. Unsere Schokolade, die schmelzen wir jetzt gemeinsam mit der Butter. Je mehr Kakaoanteil in der Schokolade enthalten ist, desto weniger Zucker haben wir drinnen. Ab 70%, sagt man, ist die Schokolade dann schon aufwärts gesünder. Ich habe da jetzt eine 75%ige Schokolade. Super Trick, wenn man jetzt die Butter mit der Schokolade im Topf hat, dann einmal aufkochen lassen und dann beiseite schieben und in Ruhe dahin schmelzen lassen. Hat auch noch den Vorteil, dass wir Energie sparen, wenn man es von der Herdplatte wegschiebt. Die Maroni-Milch- und Dattelmus-Mischung püriere ich jetzt und danach lassen wir es ein paar Minuten abkühlen. Und dabei das abkühlt, machen wir uns jetzt die Eier- und Honigmischung. Und zu den Eiern geben wir jetzt anstatt dem raffinierten Zucker 2 Esslöffel vom Bienenhonig. Hat die gleiche Süße. Und der Honig hat zudem eine antibakterielle Wirkung. Die Bienen wissen schon, was da hat die Mama schon immer gesagt. Die Eier und der Honig, das wird jetzt schaumig geschlagen. Da kommt jetzt das ausgekühlte Maroni-Püree hinzu.
auch unsere Schokoladenbuttermischung. Jetzt kommt das Nelkenwurzpulver zum Einsatz, die letzte Zutat für unseren Brownie, aber dabei wirklich nur eine Messerspitze verwenden. Und jetzt mischen wir unsere Masse noch richtig ordentlich durch. Jetzt geht's weiter mit dem Einfetten unserer Brownie-Form. Da habe ich einen guten Trick für euch. Einfach eine Küchenrolle verwenden, dann potzt man sie nicht an. Und das Ganze wird dann bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen für 20 Minuten gebacken. Jetzt kommen wir zu den Birnen, meinen absoluten Stars im Winter, weil sie über den ganzen Winter Saison haben, weil man sie gut lagert. Ich kaufe sie am liebsten in Bioqualität und regional. Dazu geben wir ein Viertel Liter Rotwein, 50 Milliliter Cranberry-Direktsaft und einen Esslöffel Honig in einen Kochtopf. Dann geben wir auch jetzt in dieses Dessert unser Nelkenwurzpulver wieder hinzu und das Ganze lassen wir jetzt aufkochen. Die Birnen werden jetzt in diesem Rotweinsud für ca. 15 Minuten eingekocht. Immer wieder schauen, dass man sie auch mit Rotwein übergießt während des Kochvorgangs. So, während unsere Birnen kochen, dürfte unser Kuchen, also unser Brownie, schon fertig sein. Unsere Birnen sind jetzt eingekocht. Jetzt lassen wir es zugedeckt abkühlen und dann über Nacht wirklich mit den tollen Aromen einziehen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet, damit wir beim Markus dann keine Arbeit mehr haben. Dicke jetzt gleich noch den Rotweinsud ein. Den leeren wir dazu in einen Topf. Die Birnen bleiben im Glas mit kalt angerührter Maizena, also Maisstärke. Und dann leeren wir diesen eingedickten Sud einfach wieder zurück ins Glas. Und so verschlossen und den Brownie so wie er ist, nehmen wir dann mit zu Markus. Und ich freue mich schon richtig, wenn ich ihm das zeigen darf, weil man riecht schon, die Rotweinbirnen sind Bombe. Und der Brownie, jetzt haben wir ihn zwar noch nicht angeschnitten, aber der ist bestimmt ganz toll fatschi innen. Ja, hallo Markus. Hi Carina. Hi. Bist du da? Ja, ich hab's das ja schon mitgebracht. Ja, cool, dann können wir gleich anrichten. Ich bin gerade mit dem Hauptgang fertig geworden. Perfekt, ja, schaut mega aus. Super cool. Sehr gut. Nelkenwurzpulver gebe ich wieder zurück. Okay. Danke für die Challenge. Hast du das anfangen können damit? Ja, ich habe mir ein richtig tolles Dessert überlegt. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Richten wir jetzt miteinander an. Ja, super. So, und da drapieren wir jetzt unsere Brownies aufeinander. Der ist jetzt ganz zuckerfrei. Ja, richtig. Wie du weißt, verzichte ich ja gern auf raffinierten Zucker. Und den haben wir jetzt gesüßt mit Dattelmus selbst gemacht und Honig. Ah, das klingt interessant. Natürliche Süße, genau. Und das Nelkenwurzpulver? Ja, jetzt kommt's. Ich habe es in beiden sogar eingebaut. Beiden? Genau, okay. Ja. Also da haben wir eben unsere Rotweinbirnen. Die darfst du gerne mal öffnen und reinriechen. Das Aroma vom Rotwein. Und der kommt jetzt da noch drauf, oder? Genau, richtig, ja. Die schneiden wir uns jetzt noch schön auf. Und ich würde sagen, die fächern wir jetzt, oder was sagt der Profi? Hm, schaut sicher gut aus. Unbedingt auch was von dem Rotweinsud dazu verwenden, weil der einfach ein herrliches Aroma hat. Und dann noch mit Kakaopulver bestreuen. Magst du noch ein bisschen Deko? Super, gute Idee. Was Grünes? So, als letzte Deko, damit ich auch sagen kann, ich habe was dran bei dem Dessert. Perfekter Farbklecks. So, und jetzt Markus auf. Jetzt müssen wir es probieren. Nein, warte. Was? Wir müssen jetzt der Bettina vorher noch Fotos schicken. Weil die Bettina will sicher wissen, was wir da fabriziert haben. Sehr klar. Möchtest du mal das herprobieren? Dann probiere ich deinen Hauptgang. Also die Rouladen, das muss ich unbedingt noch machen. Wie findest du das gerade? Die Note von dem Speck dabei, wirklich sehr gut. Und das komplett zuckerfrei? Richtig, ja, ist wirklich natürlich gesüßt. Und richtig gut. Oh, Bettina, schickt uns eine Nachricht. Schauen wir uns gleich mal. Da hast du ja super gut umgeschummelt, Markus, und eins der Gerichte gleich einmal abgeben. Aber es sind drei tolle Gerichte entstanden und den Vogelsalat, den du nur eingebaut hast, wirklich genial. Und im Dessert die Maroni, die passen perfekt jetzt für die Jahreszeit. Wirken nervenstärkend durch die B-Vitamine und basisch perfekt. Dann haben wir gut geschummelt. Dann können wir jetzt weiter genießen. Mahlzeit. Mahlzeit.